Servus die Malen und grüße euch die Buben. Ja, und heute einmal was Geschichtsträchtliches. Ich befinde mich hier am Eingangstor eines sogenannten Radlagers, nämlich eines Reichsarbeitslagers. Hier stehen noch ein paar Grundmauern und die möchte ich mir mal wieder anschauen. Ich war hier vor 10 Jahren mal. Ja, ich werde in die Beschreibung hier unten einen Link hineingeben, was so ein Reichsarbeitslager ist. Da könnt ihr euch dann genauer informieren. Und jetzt schauen wir mal hinein. Ja, wenn wir durchs Tor durchkommen, kann man hier schon die ersten Grundmauern erkennen. Hier dürfte die Decke aufgelegen sein, so wie es ausschaut. Und ich sehe auch, die Mauern verlaufen da hinten noch weiter. Der Baum hat sich auch schon wieder super hier verewigt. Da sieht man, wie alt das Ganze schon ist. Aber jetzt hole ich euch näher ran. Hier ist dieser Aufgang, der sich in die erste Etage geht. Das ist ja quasi dann der Keller. Und hier einfach gewaltig, wie der Baum hier unten schon rauswächst. Da unten ein Durchgang und hier bei diesen Ausnehmungen ist sicher die Decke aufgelegen. Jetzt kommen wir von der Rückseite drauf zu und hier noch eine alte Milchkanne. Ein alter Ofen, ja. Was weiß der Teufel? Ein Lavoir, quasi eine Waschschüssel. Schaut schon gewaltig aus hier. Ja, wenn das Zeug reden könnte, so wie es ausschaut, drückt dieser Baum schon so gegen die Mauer, dass diese nach innen nachgegeben hat. Also echt gewaltig, wie sich die Natur alles wieder zurückerobert. Hier oben die restlichen Grundmauern. Ja, ich gehe da jetzt ein bisschen durchs Unterholz. Auch hier eine Vertiefung. Aber ob das eine Art Laufgraben oder Schutzgraben ist, ja, das kann man nach diesen etlichen Jahren nicht mehr sagen, da drüben auch. Aber ich kämpfe mich hier noch ein bisschen durch. Jetzt hat mich natürlich die Neugierde gepackt. Sehr interessant hier. Ja, auch hier wieder sein Graben und das sieht mir einfach künstlich aus, das ist nicht natürlich. Ja, auch hier sehr interessant. Ja, das ist sicher schon uralt. Ja, gibt auch genug zu finden hier. Das Waldstück ist auch hier nicht so extrem groß. Ich habe mir das auf Google Earth angesehen, also wirklich doch relativ klein. Aber sehr fein. Sehr, sehr fein.
Ja, hier vorne ist der Wald auch zu Ende. Da werde ich wieder zurückgehen. Ich habe auch hier keine Gebäudereste oder sonstiges gefunden. Also, ja, andere Richtung retour, vielleicht findet man da noch was. Ah, hier habe ich sein. Futterhäuschen gefunden. Ja, super Greifvogel. Gerade an mir vorbeigeschossen. Ja, hier innen hat der Greifvogel seinen Platz. Ja, da will ich auch jetzt nicht weiter stören, sondern schau weiter. Sehr schön hier. Ja, weiter. Hier auch bei der Hütte immer wieder Stellen, wo nach Futter gesucht wird. Und hier ist es absolut grün, also das ist wirklich gigantisch. Wobei ich jetzt sagen muss, da vorne sehe ich eine Mauer. Da schauen wir uns näher an. Ja, da bin ich ja doch noch fündig geworden. Eindeutig. Gar nicht zu klein. Ja, ich sitze jetzt auf der Mauer und da habe ich auch noch ein altes Ofenrohr gefunden. Ja, schauen wir weiter, was noch zu entdecken gibt. Ja, sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Hier auch noch die Eisen. Und da geht es etwas hinunter. Interessant, hier sind lauter so Dornen. Die haben gewaltige Spitzen. Das kann ganz schön schmerzen. Wahnsinn. Hier ist alles voll mit diesem Dornengestrüpp. Alles voll. Da oben sehe ich jetzt auch eine Mauer. Ja, das sieht auch vielversprechend aus. Ja, so klein dürfte die Anlage doch nicht gewesen sein. Also hier die Mauer, die ist sicher schon umgefallen. Im Lauf der Jahre hier noch eine Säule. Ja, aber da hole ich euch gleich dazu. Ja, man muss hier schon aufpassen, wo man hinsteigt. Ja, herinnen alles verwuchert. Da noch eine kleine Säule, der Rest dürfte schon fehlen. Jetzt sind wir an der Hinterseite, wo die Tür hier ist. Ja, schon gigantisch. Ja, jetzt schaue ich in diese Richtung weiter, ob ich hier noch was finde. Ja, hier drunter dürfte auch noch eine Mauer sich befinden, denn hier steht auch noch ein Eisenhaken heraus. Ja, der nächste Fund hat auch gar nicht lange auf sich warten lassen. Auch hier sehe ich wieder Reste einer Grundmauer. Ja, und keine 20 Meter weiter die nächsten Grundmauern.
keine Ahnung, was das ist, aber sicher extrem alt. Zumindest kann man sich jetzt vorstellen, dass es hier im Sommer absolut kein Durchkommen gibt. Da hättet ihr auch absolut nichts sehen können. Ja, aber Entdeckung macht bekanntlich auch müde. Und jetzt hätte ich gerne mal ein Käfchen. Und das werde ich mir jetzt ein Plätzchen suchen. Ein schönes und einmal eines genehmigen. Ja, kaum ein paar Schritte gelaufen. Das nächste Objekt. Schaut aus wie eine Klappe oder so. Ja, Wahnsinn. Ja, da werde ich jetzt einmal bleiben. Die Stufe bietet sich an. Ich habe halt wirklich absolut fast nichts dabei. Ja, ich habe heute nur den Drange dabei und mein Evanio-Topfkreuz. Das muss reichen. Mehr gibt es nicht. Käfchen ist schon alles drinnen, alles hergerichtet. Jetzt warten wir noch, bis er ordentlich zündet und dann geht's ab, die Post. Ja, Käfchen ist fertig. Herrlich. Sehr gut. Ah. Wir dürften sowieso schon fast am Ende sein. Hier geht es jetzt anscheinend noch ein Stück vor und dann dürfte ich wieder beim Ausgangspunkt sein. Ja, jetzt genieße ich noch mein Käfchen und dann gehen wir weiter. So. Da ist eh alles gefroren. Passt, da war nie wer da. Und ich schon gar nicht. Ja, weiter geht's. Ja, da komme ich schön langsam zu meiner Ausgangsposition. Ja, Freunde. Wie gesagt, ich bin auf der Ausgangsposition angekommen. Da vorne ist das Tor. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einmal was anderes. Ein geschichtliches, quasi ein Lost Place. Ja, ich sage auf alle Fälle danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und man sieht sich. Und Servus die Maulen und Pfiat euch die Buben.